Ja, hallo, in diesem Video wollen wir dieses Polynom hier in Linearfaktoren zerlegen. So, was sind da die ersten Gedankenschritte? Der erste Gedanke muss sein, ich gehe im Kopf alle Verfahren durch, die ich zur Linearfaktorenzerlegung kenne. Und ich habe sie mal hier aufgeschrieben, und zwar in der Reihenfolge, in der man ihre Anwendbarkeit überprüfen muss. Also zunächst mal überprüfe ich, kann ich das Verfahren für quadratische Polynome anwenden? Nein, natürlich nicht, denn das ist ja ein Polynom vierten Grades, kein Polynom zweiten Grades. Ja? Und das Zweite, was ich überprüfe, ist Folgendes. Ich überprüfe, ob ich hier x ausklammern kann. Kann ich auch nicht, denn in diesen Summanden hier kommt x nicht vor und deshalb kann ich x nicht ausklammern. Gut, dann bleiben noch zwei Methoden, die Substitution und das Raten von Nullstellen. Und die Substitution ist hier die Methode der Wahl. Ja? Gut, wollen wir zunächst mal wiederholen, welche zwei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ich das Verfahren der Substitution anwenden kann. Also zunächst einmal darf ich x nicht ohne Exponent vorkommen. Ne? Also wenn da sowas stehen würde wie x, ohne jetzt einen Exponenten wie 2, 3, 4, 5, 6 oder so, ne? Sondern nur x alleine, also man sagt auch in der ersten Potenz, denn x ist das gleiche wie x hoch 1, ne? Also wenn da sowas vorkommt wie x, zum Beispiel hier plus 2x oder sowas, ne, dann könnte ich dieses Verfahren nicht anwenden. Das ist die erste Bedingung. Gut, und die zweite Bedingung ist folgende. Alle Exponenten müssen durch den kleinsten Exponenten teilbar sein. Ne? Gut, hier habe ich außer dem kleinsten Exponenten nur einen weiteren Exponenten, also die 4. Ne? Und die 4 ist durch den kleinsten Exponenten 2 teilbar. Also auch die zweite Bedingung ist erfüllt. Gut, wie geht jetzt diese Substitution? Da habe ich ja gesagt, im Crashkurs, da nimmt man die kleinste Potenz von x, das ist ja x hoch 2, ne? X hoch 4 ist größer, x hoch 2 ist die kleinste Potenz und die setzt man dann gleich u. Ne? Manche sagen auch gleich z, ist egal. Also x², die kleinste Potenz von x, die wird gleich u gesetzt. So, und jetzt wird überall in der Gleichung das x² bzw. x durch 4 durch Potenzen von u ersetzt. Ne? Also hier ist es ganz einfach, x² ist ja u, also schreibe ich hin minus 8u. So, dann steht dahinter noch plus 6. So, aber hier, das ist ein bisschen schwieriger. Ne? Was ist denn jetzt 2x hoch 4? 2x hoch 4 ist das gleiche wie 2 mal x hoch 2 mal 2. So, und da haben wir im Kurs Potenzrechnung ein Gesetz kennengelernt, und zwar ein Gesetz über die Potenz einer Potenz. Und danach kann man das auch schreiben als 2 mal x Quadrat hoch 2. Ja? Das könnt ihr ja da nachgucken im Lehrgang Potenzrechnung. Gut, und jetzt steht hier x Quadrat in der Klammer, aber x Quadrat haben wir ja in der Substitutionsgleichung festgelegt, also das nennt sich Substitutionsgleichung, x² ist gleich u. Also kann ich dieses x² durch u ersetzen und erhalte ich dann 2 mal u². Ja? Und das schreibe ich jetzt also dahin, statt 2 mal x hoch 4 schreibe ich 2 mal u². Gut, normalerweise macht man das im Kopf innerhalb von 2 Sekunden, wenn man die Gesetze kennt. Ich habe es jetzt mal ziemlich ausführlich erklärt. So, was haben wir denn da jetzt erhalten? Da haben wir doch ein quadratisches Polynom erhalten. Ne? Das ist ein quadratisches Polynom, bloß dass die Variable jetzt nicht x heißt, sondern u. So, und für dieses quadratische Polynom, da kann ich ja das Verfahren Nummer 1 anwenden. Das haben wir ja schon kennengelernt. Ne? Ja, und wie ging das nochmal? Das Erste, was ich da machen muss, ist... das Erste, was ich machen muss, ist die Tafel putzen, weil sonst habe ich keinen Platz. Ja, und das Erste bei diesem Verfahren für quadratische Polynome ist, ich muss die Nullstellen dieses Polynoms berechnen, sonst kann ich das nicht zerlegen. Da setze ich also das Polynom einfach 0, indem ich das Polynom nochmal hinschreibe und dann dahinter gleich 0. So, da entsteht eine quadratische Gleichung, die kennt ihr ja bestimmt, die haben wir im Kurs quadratische Gleichung bis zum Abwinken geübt. Und dafür gibt es ja diese Lösungsformel hier, wenn eine quadratische Gleichung gegeben ist,
Dann berechnen sich die Lösung dieser quadratischen Gleichung nach der Formel x12 gleich minus b plus minus Wurzel b Quadrat minus 4ac durch 2a. Ja, also diese Formel, die schreibe ich jetzt nochmal dahin und setze dann da die gegebenen Werte ein. Zunächst mal schreibe ich dahin, genau, ich schreibe erstmal hin, was ist da a? Ja, a ist der Koeffizient von x Quadrat, also das hier ist a. Und was war nochmal b? B war der Koeffizient von x, also die Zahl, die vor x steht, und das ist hier minus 8. Und c war das konstante Glied, das Absolutglied, also das Glied ohne x, das ist hier die 6. Gut. Ja, und jetzt schreibe ich also diese Lösungsformel ab, aber müsst ihr aufpassen, die Variable heißt ja jetzt nicht mehr x, sondern die heißt jetzt u. Und deshalb muss ich hier nicht schreiben x12, sondern u12. Ne? u12. So, dann kommt ein langer Bruchstrich, so wie hier. Dann kommt da minus b plus minus die Wurzel aus b Quadrat minus 4ac durch 2a. So, und da setze ich jetzt die gegebenen Werte a, b und c ein. Also schreibe ich nochmal hin, u12. Gut, was ist b? B war minus 8. Dann kommt das Plus-Minus-Zeichen. Dann kommt ein Wurzelzeichen, ganz großes. Dann kommt b Quadrat. Was war b? B war minus 8, also minus 8 Quadrat. Dann kommt ein Minuszeichen. Dann kommt eine 4. Dann kommt ein a. A war 2. Da brauche ich immer nur nachgucken. C. C war 6. Und hier steht 2 mal a. Was war a? Das war 2. Also schreibe ich 2 mal 2 dahin. Gut, das kann ich jetzt alles vereinfachen. 2 mal 2 hier unten ergibt 4. Und minus minus 8 ergibt plus 8. So, und minus 8 Quadrat ergibt 64. Und 4 mal 2 sind 8, mal 6 sind 48. Und 64 minus 48 sind 16. Und die Wurzel aus 16 sind 4. So, jetzt kann ich also die Lösungen angeben. Das ist einmal U1. U1 ergibt sich, wenn man das obere Rechenzeichen nutzt. Also 8 plus 4 sind 12, durch 4 sind 3. Und U2 ergibt sich, wenn man das untere Zeichen benutzt. Also 8 minus 4 sind 4, 4 geteilt durch 4 ergibt 1. Gut, jetzt nehmen wir die mal weg, das stört hier. Ja, und jetzt können wir die Zerlegung hier des substituierten Polynoms angeben. Da, also das ist das hier, das substituierte Polynom. Und da schreiben wir erstmal zwei Klammern hin und ein, nicht ein x, ein u müssen wir es ja jetzt nennen. Na, hier ist die Variable ja jetzt u. So, dahinter kommen jetzt die Nullstellen. Das Nullstellen dieses Polynoms hier, das war 3 und 1, aber wie gesagt, immer mit umgekehrten Vorzeichen. Aus plus 3 wird minus 3 und aus plus 1 wird minus 1. Na, das kennen wir ja schon, da haben wir immer hier diese Pfeile noch hingezeichnet. Ich male sie auch mal hin, damit ihr das wieder erkennt, das Verfahren. Gut, und dann fehlt hier noch, da müssen wir noch den Koeffizienten der höchsten Potenz von u rüberholen. Ja. Der kommt ja immer noch davor. Das ist hier die 2, die müssen wir auch noch dahin schreiben. Gut, ja, was haben wir jetzt da erhalten? Da haben wir jetzt das substituierte Polynom. Und davon die Zerlegung, ne? Die Zerlegung in Linearfaktoren. Aber das ist ja nicht, noch nicht die Zerlegung dieses Polynoms hier, ne? Das ist ja nur die Zerlegung des substituierten Polynoms. Ja, und wenn das substituierte Polynom jetzt in Linearfaktoren zerlegt ist, dann geht es ja nicht mehr weiter, dann macht man die Rücksubstitution. Gut, dazu mache ich Folgendes. Ich mache mal hier die Tafel wieder frei, weil jetzt brauchen wir ein bisschen Platz. So, und jetzt kommt die Rücksubstitution. Das mache ich auch noch weg, das brauchen wir auch nicht mehr. Also, wir haben das substituierte Polynom zerlegt und jetzt kommt die Rücksubstitution.
Die Substitutionsgleichung hieß x² gleich u und die wenden wir jetzt genau umgekehrt an. Aus u wird wieder x². Ne? Also einmal wird hier x² raus, ich schreibe es mal drüber, das wird wieder x² und das wird auch wieder x². Ne? Denn man kann die Substitutionsgleichung ja umgekehrt lesen. Zuerst haben wir x² in u umgewandelt, jetzt müssen wir wieder u in x² umwandeln. Gut, also wenn ich das hier einsetze, x², dann steht da 2 mal x² minus 3 mal x² minus 1. Gut, was ist da jetzt entstanden? Da sind wieder quadratische Polynome entstanden. Ne? Das ist keine Linearfaktorenzerlegung mehr. Wir hatten ja nur das substituierte Polynom in Linearfaktoren zerlegt. Aber durch die Rücksubstitution sind aus den Linearfaktoren wieder quadratische Polynome geworden. Und die müssen jetzt nochmal zerlegt werden. Und weil das rein quadratische Polynome sind, kann man die ganz einfach zerlegen. Ne? Also dann fangen wir mal einfach an hier mit, wo machen wir es jetzt? Machen wir es hier. X² minus 3. Das Polynom hier wollen wir nochmal zerlegen, weil das noch kein Linearfaktor ist. Da bringen wir einfach da brauchen wir die Nullstellen, also setzen wir das Polynom gleich 0. Gut, und da bringen wir jetzt die 3 auf die andere Seite, dann erhalten wir x² gleich 3. Und das ist eine Potenzgleichung und die hat die Lösung x gleich plus minus Wurzel 3. Ja. Und das gleiche machen wir jetzt hier mit x² minus 1. Quatsch, x² minus 1. Dieses Polynom wollen wir zerlegen. Da brauchen wir wieder die Nullstellen. Also x² minus 1 wird gleich 0 gesetzt. Dann bringen wir die 1 auf die andere Seite. Dann erhalten wir x² gleich 1. Und diese Potenzgleichung, kann man nachgucken im Kurs Potenzgleichung, hat die Lösung x gleich plus minus 1. Gut, also, dann haben wir hier die Nullstellen dieses Polynoms und können die Linearfaktorenzerlegung angeben. Die lautet dann x minus Wurzel 3 mal x plus Wurzel 3. Oh, jetzt wird es ein bisschen knapp. So, und die Linearfaktorenzerlegung dieses Polynoms hier, also dieser Klammer, lautet x minus 1 mal x plus 1. Ja? Gut, ich wiederhole nochmal den letzten Schritt. Also wir wollten noch diese beiden Klammern in Linearfaktoren zerlegen. Also einmal diese Klammer und einmal diese Klammer. Dazu haben wir die Klammern jeweils gleich 0 gesetzt und die Nullstellen dadurch berechnet. Wenn man die Nullstellen kennt, das wisst ihr ja, dann kennt man auch die Linearfaktorenzerlegung. Gut, jetzt müssen wir nur noch die Ergebnisse hier bzw. hier einsetzen. Ne? Und da erhalten wir dann die Linearfaktorenzerlegung des gegebenen Polynoms. Also 2 mal x minus 3, gucken wir nach, ist x minus Wurzel 3 mal x plus Wurzel 3. Und was ist x² minus 1? Das haben wir hier zerlegt. Das ist x minus 1 mal x plus 1. Gut, machen wir nochmal die Probe, indem wir einfach, oder zumindest eine teilweise Probe, indem wir einfach immer die höchste Potenz von x nehmen und multiplizieren. X mal x ergibt x², mal x ergibt x hoch 3, mal x ergibt x hoch 4, mal 2 sind 2 mal x hoch 4. Ja, das höchste Glied ist schon mal richtig, die anderen überprüfe ich jetzt nicht. Da müsste man jetzt die ganze Klammern hier ausmultiplizieren, aber das ist zu viel Arbeit. Aber das Ergebnis ist richtig. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Wir haben also dieses Polynom hier zerlegt in dieses Polynom hier. Ich fasse nochmal den ganzen Lösungsweg am besten zusammen. Zunächst einmal haben wir hier festgestellt, wir können die Substitution anwenden. Dann haben wir die Substitution x² gleich u vorgenommen und haben hier die substituierte Gleichung erhalten. Diese substituierte Gleichung, die hat einen niedrigeren Grad und da konnten wir dann das Lösungsverfahren für quadratische Polynome anwenden. Ne? Da haben wir dann diese Zerlegung hier gefunden. Dann haben wir die Rücksubstitution vorgenommen. Das heißt, hier und hier haben wir u wieder durch x² ersetzt, substituiert.
Und da haben wir dann dieses Polynom hier erhalten. Ja, und dieses Polynom hatte zwei quadratische Polynome, die man wieder zerlegen kann in unserem Beispiel. Ne? Dann haben wir einmal dieses hier zerlegt in diese beiden Linearfaktoren und dieses quadratische Polynom in diesen beiden Linearfaktoren. Ne? Das haben wir einmal hier und einmal hier gemacht. Ja, damit sind wir am Ende und ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.